Heute beschäftigen wir uns mit der Wahrnehmung von Objekten. Und wir haben in den letzten Vorlesungen schon ganz viel gehört, wie wir Farben sehen, wie wir Bewegung sehen, wie wir Tiefe sehen. Aber wenn Sie sich in der Welt so umschauen, dann sieht man natürlich nicht einfach nur einzelne Farben oder Distanzen oder Bewegungen, sondern man sieht Objekte, die eine bestimmte Farbe haben, die sich in eine bestimmte Richtung bewegen und die eine bestimmte Distanz von uns haben. Ja? Und das ultimative Ziel der visuellen Wahrnehmung ist natürlich, die Objekte zu erkennen. Und darüber will ich Ihnen heute erzählen. Und die heutige Vorlesung ist ein bisschen komplizierter, weil ich werde Ihnen heute nicht sagen, das Ziel ist, Objekte zu erkennen. Hier ist der Algorithmus, mit dem er die Objekte erkennt. So ist es in unserem Nervensystem implementiert. Und das war's, ja. Sondern, was ich Ihnen heute sagen werde, ist, naja, man probiert es schon seit 100 Jahren so zu erklären, aber man weiß es noch nicht ganz so richtig, wie es geht. Was ich Ihnen aber heute ganz neu erzählen werde, was ich Ihnen die letzten Jahre nicht erzählt habe, ist, dass es jetzt tatsächlich einen Computeralgorithmus gibt, der Objekte erkennen kann. Und zwar genauso gut oder in einem gewissen Rahmen, in einem ganz gewissen Paradigma, genauso gut wie wir Menschen. Jetzt werden Sie sagen, ja, das ist ja toll, weil wenn der Computeralgorithmus das kann, dann wissen wir doch, wie es geht. Das Problem ist, dass dieses Netzwerk, dieses Computernetzwerk, das es macht, so kompliziert ist, dass wir leider nicht wissen, wie das Netzwerk das macht. Aber es lässt sich leichter daran arbeiten. Ja? Also um bei so einem Netzwerk sich anzusehen, was einzelne Knoten, Neuronen sozusagen machen, da müssen wir den Computer nicht abschneiden. Das hat gewisse Vorteile. Also es sind ganz massive Fortschritte, die da gemacht wurden. Ich werde Ihnen am Anfang jetzt erstmal ein paar Probleme vorstellen, die das Ganze so schwierig machen, die Objekterkennung. Ja? Zum Beispiel, dass es mehrdeutige Wahrnehmungen gibt oder das ganz, ganz große Problem ist die massive Geschwindigkeit, mit der wir Objekte wahrnehmen können. Und dann werde ich im zweiten Teil eine Reihe von Ansätzen beschreiben, die zum Teil schon 100 Jahre alt sind, zum Teil relativ neu sind, die irgendwie versuchen zu erklären, wie die Objektwahrnehmung funktioniert. Und obwohl keiner dieser Ansätze jetzt alles erklären kann, so kann man mit Sicherheit sagen, dass jeder dieser Ansätze so einen kleinen Teil dazu beiträgt, um die Objektwahrnehmung dann doch schon ein klein bisschen erklären zu können. Okay, warum ist es so schwierig? Hier sehen Sie mal ein Bild, ne? Ganz einfach das Bild von einem Büro. Und das Einzige, was an dem Büro ein bisschen seltsam ist, ist jetzt, okay, da sind viele Stühle. Und wenn ich Sie jetzt fragen würde, auf welchen von diesen Stühle würden Sie sich hinsetzen, dann ist es ziemlich einfach für Sie. Ja? Es ist ziemlich trivial. Das heißt, ich würde mich natürlich hier hinsetzen. Sie würden sich vielleicht hier hinsetzen. Und hier können wir sich ganz gut hinsetzen, da können wir sich ganz gut hinsetzen. Ja. Aber ich glaube, niemand würde jetzt sich da drauf setzen. Ja. Auf den Stuhl da hinten im Nebenzimmer vielleicht schon eher. Aber das Netzhautbild, das jetzt von diesem Stuhl hier in Ihr Auge gelangt und dort entsteht, ist genau das gleiche wie das hier vorne entsteht. Ja. Aber wir lösen das Problem der Größenkonstanz sofort. Ja. Wir wissen, dass der Stuhl viel weiter weg ist und deshalb bei gleichem Netzhautbild größer sein muss. Das haben wir letztes Mal gesehen mit dem Emmerschen Gesetz. Und dass der Stuhl deswegen winzig klein sein muss und dass man sich da eben nicht draufsetzen kann, wenn man eine normale Größe hat. Sie werden auch sich nicht auf diesen Stuhl hier setzen, der einfach nur der Schattenwurf ist von dem anderen Stuhl. Ja? Obwohl die Umrisse von diesem Stuhl die gleichen sind wie die von dem Stuhl hier vorne. Und man wird sich auch nicht auf diesen Stuhl setzen wollen, der hier von der Decke runterhängt. Ja? Es ist vollkommen einfach für Sie zu entscheiden, dass diese beiden Stühle
gleich sind. Ja? Das ist das gleiche Modell von Stuhl, obwohl sie die aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen. Diese Blickwinkelunabhängigkeit, ja, dass sie das gleiche Objekt aus unterschiedlichen Blickwinkeln sofort erkennen können, ist für sie ganz, ganz einfach. Wenn man jetzt einen Algorithmus sich ausdenken soll, der auf dem Bild die Stühle erkennt, das wäre vielleicht noch machbar, vor allen Dingen, wenn man weiß, also es müssen jetzt nur die Stühle erkannt werden, es gibt keine anderen Sorten von Objekten. Aber die Frage zu beantworten, auf welche von den Stühlen man sich hinsetzen kann, das ist praktisch unmöglich. Also das ist ein sehr, sehr kompliziertes Problem. Diese Blickwinkelunabhängigkeit, also das ist eins der massiven Probleme. Die Objekte, das Netzhaubild, die zweidimensionale Abbildung ändert sich enorm, wenn man das Objekt dreht, wenn Sie sich um das Objekt drehen. Ja? Wie zum Beispiel hier dargestellt. Aber es fällt uns sehr, sehr einfach zu erkennen, ob zwei unterschiedliche Bilder dem gleichen Objekt zuzuordnen sind. Ich gebe Ihnen hier noch ein weiteres Beispiel. Hier sind drei Bilder von Gesichtern, ja, A, B, C. Und die Frage ist, welche der beiden Personen ist jetzt identisch zur Person A? Oder das ist eine vollkommen triviale Frage. Ja. Es ist einfach, Person C ist Person A, einfach ein bisschen von der Seite. Aber wenn man jetzt die zweidimensionale Ähnlichkeit sich betrachtet, dann ist natürlich das Bild in B viel, viel ähnlicher dem Bild in A als wie das Bild C. Aber unser visuelles System schafft es sehr, sehr gut, die Objekte, in dem Fall die Gesichter, unabhängig vom Blickwinkel zu erkennen. Das heißt, das gleiche Objekt erzeugt kann ganz, ganz unterschiedliche Netzhautbilder erzeugen, und unser visuelles System interpretiert den Kontext und versucht dann die dreidimensionale Situation so zu erfassen, um daraus wieder sozusagen die tatsächliche Form der Objekte zu berechnen. Das hier zeigt das Ganze nochmal und ich glaube noch eindrücklicher. Was Sie hier sehen, okay, was sieht man hier? Hier sind auf der rechten Seite sind einfach lauter so Kreise. Auf der linken Seite sind so gestreckte Kreise, das sind Ellipsen. Ja? Und die Frage ist, was sieht man jetzt hier in der Mitte? Sind es jetzt Kreise oder Ellipsen? Wer sieht denn da Kreise? Wir interpretieren das hier als Kreis, weil einfach das Ganze so aussieht, als wie ein Blatt, das hier so einen Falt drin hat. Ja? Und wir sehen diesen mittleren Teil des Blattes einfach schräg. Das heißt, wenn auf dieses Blatt ein Kreis aufgemalt ist, so wie hier auf der Seite, dann würde der Kreis in dieser Geometrie so aussehen, wie er hier abgebildet ist. Ja? Wenn man sich das Ganze zweidimensional ansieht, ohne diese 3D-Information, ja, dann erkennt man ganz klar, dass hier einfach die gleiche Ellipse ist wie hier. Und das ist die Form des Bildes, das auf der Netzhaut entsteht, eine Ellipse ist. Aber ich habe Ihnen schon tausendmal gesagt, und das ist das Allerwichtigste, wenn Sie irgendwas aus dieser Vorlesung mitnehmen ins Leben, dann ist es die Message, dass was wir wahrnehmen, ist nicht das, was uns auf unserer Netzhaut abgebildet wird, sondern was wir wahrnehmen, ist das, was unser visuelles System diese Reize interpretiert, die auf die Netzhaut abgebildet werden, um daraus zu erkennen, welche Reize in der wirklichen Welt da draußen sind. Ja? Und wenn Sie sowas sehen, dann beziehen Sie eben diesen Falt da in dem Papier mit ein und schließen aus diesem elliptischen Netzhaubild, dass da in Wirklichkeit also auf dem Blatt Papier ein Kreis draufgemalt ist. Es gibt nicht nur die Blickwinkelabhängigkeit, sondern die Wahrnehmung kann auch mehrdeutig sein. Also es muss nicht immer ein richtiges Ergebnis geben. Unser visuelles System kann auch zu verschiedenen Ergebnissen kommen, und was dann passiert, ist, dass
unser Sehsystem schwankt zwischen diesen verschiedenen Alternativen. Und das Schwanken geht so vor sich ab, dass man einmal das eine sieht und dann nach 5 Sekunden vielleicht kommt man zu dem anderen und dann geht es wieder zurück. Also, und das wurde ganz viel mit sogenannten Kippfiguren untersucht. Und der erste, der dieses Phänomen wirklich dokumentiert hat, das war ein Schweizer Geologe namens Louis Albert Necker. Und der Herr Necker, der hat Kristalle untersucht. Und da hat er so Zeichnungen wie diesen Würfel hier. Und wenn Sie sich diesen Würfel ansehen, dann kann man den so interpretieren, als ob diese Seite hier vorne ist und diese Seite hinten. Oder man kann diese Seite vorne sehen und diese Seite hinten. Ja? Und wenn Sie sich das so angucken, dann schwankt es ständig so hin und her alle 3 bis 5 Sekunden. Das ist eine Kippfigur. Das heißt, das gleiche Netzhautbild kann jetzt auch mit mehreren Objekten einhergehen. Hier auf der rechten Seite ist eine andere Kippfigur. Das heißt, alte Frau, junge Frau oder Ehefrau und Schwiegermutter. Und hier in dem Bild lässt sich entweder eben eine junge Frau erkennen, ja, die Haare hier, die Seite des Gesichts hier und das Kinn hier, oder eine alte Frau, das die Nase ist und das hier das Kinn und das der Mund. Und wenn man das mal gesehen hat, dann schwankt es so hin und her. Das sind natürlich schon uralte Sachen, also diese zwei Bildchen, die waren schon in den Lehrbüchern drin, als ich studiert habe. Und daher will ich Ihnen jetzt noch ein paar neuere Sachen zeigen, zum Beispiel das hier. Was sehen Sie denn, wenn Sie sich das Bild ansehen? Was es eigentlich ist, ist ja eine Frage, die man in dem Fall nicht klären kann. Ja? Aber die meisten Personen sehen hier zuerst mal ein Gesicht. Und dann, wenn man da länger drauf hinguckt, dann kann man vielleicht auch zwei Personen hier sehen. Hier ist vielleicht ein bisschen einfacher, da habe ich mal den Umriss der Frau markiert. Ja? Vielleicht muss man auch nur in der richtigen Stimmung sein. Ah, okay. Hier ist auch noch was Nettes. Wer sieht eine Person von der Seite? Und wer von vorne? Genau, das ist hier auch entsprechend zweideutig. Man kann es auf beide Arten und Weisen sehen. Ja? Wenn man die Person von vorne sieht, dann ist der Teil hier Verdeckung. Wenn man die Person von der Seite sieht, dann ist der Teil hier verdeckt. Das heißt, das Bild ist gleichzeitig mit zwei Ansichten kompatibel. Das heißt, unser Wahrnehmungssystem ist da durchaus sehr flexibel. Es gibt auch, wir können auch Dinge sehen, die es gar nicht geben kann. Zum Beispiel sowas hier, ja? Eine sogenannte unmögliche Figur, wie dieses Penrose-Dreieck. Also wenn man sich hier die Geometrie ansieht, ja, das geht hier so runter und dann irgendwas stimmt da nicht. Wenn Sie sowas mal physikalisch sehen wollen, dann gehen Sie ins Mathematikum. Im Mathematikum befinden sich ganz, ganz viele dieser Wahrnehmungsphänomene, hauptsächlich im obersten Stock. Und da gibt es auch dieses Penrose-Dreieck. Das ist schon interessant, das mal zu sehen. Die Lösung ist wieder wie beim Bugee-Stuhl, dass das Dreieck nicht aus einem Stück besteht, sondern, das besteht aus einem Stück, aber es ist einfach nur aus dieser einen Ansicht, ist es eben genau so hier gemacht, dass es da aussieht, als ob sich die beiden Teile wieder verknüpfen, was sie in Wirklichkeit nicht tun. Aber wir interpretieren das natürlich als ein zusammengehöriges Objekt. Unser Sehsystem scheint irgendwie eine Vorliebe zu haben für relativ einfache Figuren, auch wenn dann die Details sich nicht so genau auflösen lassen.
Und dann habe ich Ihnen schon in der Einführungsvorlesung gezeigt, dass es auch sowas gibt wie Effekte von unserem Wissen auf die Wahrnehmung, sogenannte Top-Down-Effekte. Das heißt, man sieht irgendwas nicht sofort, sondern es dauert ein bisschen, bis man es erkennt. Und wenn man es erkannt hat, dann sieht man es aber für den Rest des Lebens. Hier, das ist ein sehr klassisches Bild. Das ist schon über 50 Jahre alt. Und viele von Ihnen werden das sowieso schon kennen. Also hier ist ein Dalmatiner dargestellt. Ja. Das sind jetzt, den sieht jeder, oder? Ein anderes Beispielbild hatte ich Ihnen in der ersten Vorlesung gezeigt. Das ist ein bisschen schwieriger, aber diejenigen, die das damals in der Vorlesung dann gesehen hatten oder vielleicht zu Hause noch geübt haben, die werden es jetzt sicher erkennen, ja, dass hier die Kuh ist und hier dieser dreidimensionale Gegenstand. Das heißt also, ein Phänomen, ein Grund, warum jetzt die Wahrnehmung nicht, von Objekten nicht ganz so einfach ist, ist, weil es einfach manchmal mehrdeutig oder sogar unmögliche Figuren gibt. Ein zweiter Grund, warum die Objekterkennung bis vor kurzem wirklich als ein Mysterium betrachtet wurde, ja, wo man nicht mal weiß, wie man jetzt anfangen soll, das zu erklären, ist die Geschwindigkeit der Verarbeitung. Wir sind wahnsinnig schnell im Erkennen von Objekten. Und das haben sich Forscher wahrscheinlich schon immer gedacht, aber der Erste, der das wirklich gezeigt hat, gemessen hat und alle seine Kollegen wirklich mit der Nase drauf gestoßen hat, das war Simon Thorpe, ein Engländer, der jetzt schon seit langem in Toulouse in Frankreich arbeitet. Und 1996 hat er ein Experiment gemacht, ein sehr, sehr einfaches Experiment, das aber gezeigt hat, wie schnell die Objekterkennung ist. Und was er gemacht hat, ist, er hat einfach seinen Versuchspersonen Bilder gezeigt. Und da war jetzt entweder waren es Bilder, wo ein Tier drauf ist, so wie hier der Tiger, oder Bilder, wo kein Tier drauf ist. Und die Bilder wurden relativ kurz gezeigt, 30 oder 50 Millisekunden. Und in 50% der Fälle war ein Tier enthalten. Und die Versuchspersonen haben immer eine Taste gedrückt und sobald sie ein Tier sahen, mussten sie so schnell wie möglich die Taste loslassen. Und die Reaktionszeiten, die der Simon Thorpe da gemessen hat, die schnellsten Reaktionszeiten lagen so um 250 bis 300 Millisekunden. Dann sagen ja 250 bis 300 Millisekunden, okay, das ist zwar schnell, aber so für die neuronale Verarbeitung, so schnell ist, kann doch das gar nicht sein. Wenn man jetzt da hergeht, aber die Zeit abzieht, ja, die einfach benötigt wird, dass die Information überhaupt mal im visuellen Teil des Gehirns ankommt, ja, von der Netzhaut weitergeleitet, da in Okzipitalkortex. Das sind sicher so 80 bis 100 Millisekunden bei uns Menschen. Und dann ist natürlich klar, wenn irgendwo im Gehirn dann das Gehirn die Entscheidung errechnet hat, ja, dann muss ja noch der Finger angesteuert werden und losgelassen werden. Das heißt, es dauert sicher auch noch mal 100 Millisekunden. Das heißt, wenn man da sich das zusammenrechnet, dann bleibt eigentlich für die eigentliche Verarbeitung nicht viel Zeit übrig. Es sind vielleicht mal 80 Millisekunden. Und 80 Millisekunden ist jetzt schon ganz, ganz schnell. Da passen nicht mehr so ein Aktionspotenzial, dauert zwar nur 1-2 Millisekunden, aber die synaptische Übertragung ist so bei 5 Millisekunden. Also da ist schon, da sind nicht viele Verarbeitungsschritte drin. Also die Objekterkennung ist so wahnsinnig schwierig und man weiß nicht, wie es geht, aber man weiß, dass es ganz, ganz schnell gehen muss in ganz wenigen Verarbeitungsschritten. Bevor ich Ihnen das Ergebnis jetzt noch mal ein bisschen genauer erläutere, möchte ich aber zuerst mal mit Ihnen das Experiment wiederholen. Einfach damit Sie mal sehen, wie das ungefähr aussieht. Ja? Und was wir jetzt machen ist, ich zeige Ihnen Bilder, relativ kurz, nicht für 50 Millisekunden, aber so kurz wie es PowerPoint erlaubt. Und Sie ballen Ihre Finger zu einer Faust, legen die Faust ungefähr 10 cm vom Tisch, über dem Tisch. Und immer wenn Sie ein Tier auf einem Bild sehen, dann klopfen Sie. Ja? Tier klopfen. Nicht Tier,
nicht klopfen. Okay, also sind Sie bereit? Okay, wunderbar. Was Sie bemerkt haben sollten, ist, dass es wirklich was ist, was Ihnen leicht fällt. Ja? Also man kann, und wenn man diese Aufgabe als Versuchsperson macht, dann sitzt man in dem Zimmer drin und der Finger macht es. Es fühlt sich so an, als ob der Finger das von alleine macht. Und der Simon Thorpe hat aber jetzt nicht nur die Reaktionszeiten gemessen, sondern der hat gleichzeitig die Hirnaktivität aufgezeichnet mit dem Elektroenzephalogramm. Damit lässt sich so ganz grob sehen, wo im Gehirn was passiert, aber es lässt sich sehr genau sehen, wann was passiert. Und von daher ist es hier die Methode der Wahl. Und er hatte die Hirnaktivität dann unterschiedlich gemittelt für die Durchgänge, in denen ein Tier zu sehen war, das ist hier diese Target, oder die Durchgänge, in denen kein Tier zu sehen war. Das ist hier die Distraktorkurve. Und was Sie sehen ist, also erstmal, dass so nach 80 Millisekunden geht es hier los mit der Aktivität. Ja. Vorher ist alles ungefähr bei Null rum. Das ist ungefähr der Zeitpunkt, wo die Aktivität wirklich im primären visuellen Kortex angelangt ist. Da werden die Neuronen im Okzipitallappen aktiv. Was Sie aber dann auch sehen ist, dass hier dann ungefähr so 70, 80 Millisekunden später, also erstmal gibt es keinen Unterschied, aber dann so bei 160 Millisekunden, da gehen die beiden Kurven auseinander. Und das sieht man auch sehr schön an dieser Differenzkurve. Das ist einfach die Differenz aus diesen beiden unteren Kurven. Das heißt aber, dass nach diesen 70, 80 Millisekunden gemeinsamer Verarbeitung irgendwo das berechnet wurde, dass auf dem Bild ein Tier drauf ist. Und das sind diese 70 Millisekunden, die wirklich so schnell sind und die man eben dann umsetzen kann in die Aussage, dass in unserem Gehirn da ein Computerprogramm läuft, das mit so 5 bis 8 Rechenschritten Objekte erkennt. Und das ist schon eine interessante Aussage. Ein paar haben natürlich am Anfang Fehler gemacht. Wenn man die Versuchsperson so ein paar Minuten üben lässt, und dann machen die das fast fehlerfrei. Das heißt, die sind dann in so über 95% der Durchgänge korrekt, obwohl sie ganz, ganz schnell antworten. Die Fehler, die man dann noch sieht, die tauchen bei Bildern auf, wo man dann, wenn man sich die Länge anguckt, durchaus verstehen kann, warum da ein Fehler gemacht wird. So eine aufblasbare Dinosaurier oder sowas. Und es zeigt sich, dass die Gehirnaktivität tatsächlich dann eher auch dieser fehlerhaften Aussage entspricht. Das heißt, man wird dann in den Durchgängen, in dem die Versuchsperson sagt, da war ein Tier, obwohl keins da war, eher wird die Aktivierung eher dem von den Targets entsprechen. Aber wie gesagt, also es kommen eigentlich nur ganz, ganz wenige Fehler vor. Das liegt natürlich daran, also diese ersten Experimente von Simon Thorpe sind natürlich auch kritisiert worden, weil ich habe Ihnen ja das Bild von dem Tiger gezeigt. Ja, da ist also das Tier, das ist da in der Mitte so ganz groß und fokussiert drauf. Das Ganze funktioniert genauso gut bei schwierigeren Aufgaben. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Menschengesichter von Tiergesichtern zu unterscheiden. Also Menschengesichter und Tiergesichter haben eine sehr, sehr große Ähnlichkeit. Und trotzdem können wir das genauso schnell oder sogar noch schneller. Also Gesichter gehören eigentlich überhaupt zu den Sachen, die sich am schnellsten entdecken lassen. Wenn man sich überlegt, was jetzt da eigentlich abläuft, ja,
die Zeiten hier sind jetzt nicht ganz, stimmen nicht ganz überein mit denen, die ich vorher gesagt habe, weil das hier ein Affengehirn ist. Bei den Affen weiß man, da kennt man die Latenzen von den Neuronen in den unterschiedlichen Arealen schon ein bisschen besser, aber der Reiz gelangt in der Netzhaut an, kommt dann zum Thalamus, wird da verschaltet und dann nach 40 bis 60 Millisekunden, bei Menschen 80 bis 100 Millisekunden, kommt die Aktivität in V1 an, im primären visuellen Kortex, wird dann weitergeleitet für die Objekterkennung in dem Temporalkortex. Und hier in den Bereichen, da gibt es Neurone, die werde ich Ihnen dann gleich noch zeigen, die reagieren schon zum Beispiel auf Personen oder auf Gesichter oder auf Objekte. Das heißt, hier im Temporalkortex, im anterioren Temporalkortex, da ist das Problem eigentlich schon so gut wie gelöst. Und hier hinten, da hat man so Neurone, die sind empfindlich für Kanten. Da ist das Problem noch bei weitem nicht gelöst. Ja? Und in dieser kurzen Zeit, auf diesem kurzen Weg mit diesen paar Verschaltungen, da errechnet unser Sehsystem, ob was da zu sehen ist. Und die Entscheidung wird dann im präfrontalen Kortex getroffen. Dann geht es weiter an den motorischen Kortex, der dann das Programm schickt, dass der Finger jetzt schnell losgelassen werden soll. Also der Simon Thorpe hat daraus abgeleitet, dass eigentlich nur die allerersten Aktionspotenziale überhaupt an diesen Entscheidungen beteiligt sein können. Auf alle Fälle war das schon sehr mysteriös. Und bis dahin, zu dem Zeitpunkt oder sogar auch noch einigermaßen, also deutlich später, war es so, dass Computerprogramme diese Aufgabe schlichtweg nicht richtig lösen konnten. Und es Informatiker haben, um da die Forschung ein bisschen zu motivieren und zu befördern, sich eine Herausforderung ausgedacht, den sogenannten ImageNet Challenge. Und der wurde möglich, weil Forscher in Princeton und Stanford sich die Mühe gemacht haben, so ungefähr 10 Millionen Bilder zu labeln. Labeln heißt in dem Fall, dass irgendwie bestimmt wurde, welches Objekt auf welchem Bild zu sehen ist und wo das Objekt zu sehen ist. Und das wurde zum Teil so ein bisschen automatisch gemacht, aber irgendwann haben sich dann mehrere Menschen diese Bilder angesehen und haben gesagt, ob das stimmt. Und auf alle Fälle ist daraus diese riesige Datenbank entstanden mit diesen 10 Millionen Trainingsbildern in mehr als 10.000 Kategorien. Und die Aufgabe war jetzt, auf einer Menge von diesen Bildern aus 1000 Kategorien die richtige Kategorie immer bei jedem Bild zu finden. Das ist der ImageNet Challenge. Und wie Sie hier sehen, also 2010, 2011, da war die Fehlerrate zwischen 20 und 30%. 20 bis 30% Fehler, das funktioniert nicht so gut. Ja? Und 2012, also hier sieht es nicht so dramatisch aus, aber 2012 kam die Fehlerrate runter in den Bereich von ungefähr 15%. Und das war schon ein massiver Schritt, weil die Aufgabe ist auch wirklich nicht so einfach. Und in der Aufgabe haben Menschen, das sage ich auch gleich noch, nicht diese 5% Fehlerrate oder nur selten. Das heißt, das hier war wirklich ein massiver Schritt. Und in den Jahren danach wurde es nur noch besser. Wie wurde es möglich, diese Verbesserung? Also was für eine Technik wurde da benutzt? Und die Verbesserung, die bestand darin, dass der Geoff Hinton, der war Professor in Toronto, mit seinen zwei Studenten es geschafft hat, ein neuronales Netz zu trainieren. Das heißt, er hat diesem Netzwerk diese 10 Millionen Bilder gegeben und nach jedem Bild spuckt dann das Netzwerk erstmal eine Antwort aus, eine Kategorie. Und wenn die Antwort richtig ist, ist alles gut. Wenn die Antwort falsch ist, müssen die Gewichte dieses Netzwerks, also die Koeffizienten, ja, die müssen dann geändert werden.
Und seit den 70er, 80er, seit den 80er Jahren weiß man, wie diese Änderungen passieren müssen. Aber das Problem war, dass man dazu Computer gebraucht hätte, die es einfach nicht gab zu der Zeit. Also diese Netzwerke, das Netzwerk, dieses Image-Netzwerk, das diese 15% Fehlerrate aufgeführt hat, das ist hier aufgezeigt. Und das sind verschiedene Ebenen, Layer, hier vorne ganz einfach, und dann geht es aber über 14 Schichten hinweg. Und das heißt, die Fehler müssen dann immer wieder zurückpropagiert werden auf die früheren Schichten, und es dauert schlichtweg ewig. Ja. Früher konnte man das Problem nicht lösen, weil man keine Netzwerke rechnen konnte, die mehr als 2 oder 3 Schichten hatten. Das war von den Computerhardware, die zur Verfügung stand, nicht möglich. Und man hatte natürlich auch nicht eine Datenbank mit 10 Millionen Bildern. Das gab es früher auch nicht in den 80er Jahren, als die Netzwerke aufkamen. Der Student von dem Geoff Hinton, der hat es jetzt geschafft, einfache Grafikkarten von Computern, also die gleichen Grafikkarten, die Sie in Ihrem Computer haben, diese Nvidia GeForce und sowas, so zusammenzuschalten. Und diese Grafikkarten machen eine bestimmte Berechnung ganz, ganz schnell. Ja, es geht ja da, sind einfach ganz lineare Algebra, können diese Grafikkarten ganz, ganz schnell. Und das sind genau die Berechnungen, die für diese Netzwerke notwendig sind. Und wenn man dann 10, 20 von diesen Grafikkarten zusammenschaltet, dann lässt sich wirklich so ein neuronales Netzwerk berechnen, wenn es dann 2, 3 Wochen gelaufen ist. Dann hat man da die Gewichte, und das Schöne ist, wenn das Netzwerk erstmal trainiert ist, dann können Sie das überall laufen lassen. Ja, dann ist es eine ganz einfache, schnelle Berechnung auf Ihrem Handy, ganz egal wo. Das läuft dann ziemlich einfach. Ist überhaupt kein großes Problem. Aber dieses Trainieren, das war bis dahin schlichtweg unmöglich. Und als es dann zum ersten Mal ging, seither wurden die Algorithmen dann nur noch immer besser. Das sind die gleichen Algorithmen, die jetzt zum Beispiel vor einiger Zeit kam eine Meldung, dass jetzt ein Google-Computer in dem Go-Spiel gegen den menschlichen Weltmeister gewonnen hatte. Das ist im Prinzip der gleiche Algorithmus. Es wird irgendwie trainiert mit diesen komplexen Netzwerken, und dann kann man wirklich ganz massiv künstliche Intelligenz produzieren. Das Problem ist, man hat dann eben diese 13, 14 Ebenen, und was jetzt das Netzwerk genau rechnet, das weiß man erstmal wieder noch nicht. Aber es ist möglich, und es ist wirklich ein ganz massiver Schritt. Ich zeige Ihnen hier mal ein paar leichte Fälle, also in diesen Bildern. Links ist jeweils das Bild, das für den Test benutzt wurde, und dann sind irgendwie die ähnlichsten Bilder aufgezeigt in der gleichen Reihe. Und das sieht jetzt so aus, also die Bilder sind natürlich ganz ähnlich. Das heißt, es sieht so aus, als ob das vollkommen trivial wäre. Ja, hier Elefant und so weiter. Die Bilder, es gibt auch deutlich schwierigere Fälle. Das ist hier so ein bisschen dargestellt. Zum Beispiel hier ist die richtige Antwort eigentlich dieser Kühlergrill und nicht ein Cabriolet. Aber, und hier das Bild, hier, das wurde falsch beantwortet, weil der Algorithmus hier gesagt hat, Dalmatiner, obwohl eigentlich die Kirschen hier im Vordergrund des Objekts werden. Also die Bilder, diese Datenbank ist nicht ohne. Ja. Es ist nicht trivial. Man wird da auch Fehler machen. Und einer der Mitarbeiter in dem Labor, das diese Datenbank zuerst erstellt hat, der hat sich irgendwann mal gedacht, okay, wenn jetzt die Algorithmen immer besser werden, wie gut können Menschen das? Und dann hat er angefangen, das zu untersuchen. Und er hat dann festgestellt, dass wenn er sich so Leute einfach ins Labor geholt hat, es waren immerhin Studenten in Stanford, die hatten dann auch immer so 15% Fehler. Und da war die Frage, ob es denn nicht besser geht. Und irgendwann hat er gemerkt, okay, wenn ich da irgendwie eine bessere Leistung haben will, dann muss ich es einfach selber machen und ganz, ganz viel trainieren. Und er hat dann wirklich Wochen, Monate lang mit diesen Bildern geübt. Und am Ende
ist er dann gelandet bei ungefähr 5-6% Fehlern. Das heißt, es sind einfach schwierige Bilder drin, die man eigentlich nicht lösen kann. Das ist jetzt besser als diese 15%, das ist auch besser als wie das, was 2014 gab mit 8%, aber inzwischen 2016 sind die Computeralgorithmen bei unter 5%, also bei 4%. Das heißt also, diese Netzwerkalgorithmen können zumindest diese eine Aufgabe so gut lösen wie Menschen. Aber man weiß nicht, wie sie es machen. Ich will jetzt auf ein paar Ansätze eingehen, die irgendwie Möglichkeiten aufzeigen, wie jetzt Objekterkennung funktionieren könnte oder was es dabei zu beachten gibt. Und der älteste Ansatz ist die sogenannte Gestaltschule, die Gestaltpsychologie. Die Gestaltpsychologie wurde gegründet von Max Wertheimer und Kurt Kofka in Frankfurt. Und der Kurt Kofka, der war dann später von 1911 bis 1927 hier in Gießen tätig. Das heißt, wenn Sie 100 Jahre früher hier gewesen wären, dann wären Sie jetzt von dem Kurt Kofka unterrichtet worden. So haben Sie Pech gehabt. Aber wir ehren natürlich den Kurt Kofka, wir sind sehr stolz drauf, dass ein so bedeutender Psychologe hier gelehrt hat. Und der Fachbereich vergibt deshalb auch jedes Jahr, irgendwann im Sommer, die Kurt-Kofka-Medaille an einen ganz eminenten und bedeutenden internationalen Forscher. Er hält dann auch einen Vortrag und das ist der gleiche Tag, an dem die Bachelorarbeiten präsentiert werden. Die werden dann auch mit Preisen gewürdigt und das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Tag und eine sehr, sehr schöne Angelegenheit. Und wenn es dann im Sommer soweit ist, würde ich Sie schon sehr herzlich dazu einladen, sich das auch anzuhören. Das macht eigentlich immer sehr viel Spaß. Und hinterher grillen wir dann. Okay, die Hauptaussage der Gestaltpsychologie, die war jetzt, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile oder zumindest anders, qualitativ anders als die Summe der Teile. Und das ist hier zum Beispiel illustriert, wenn Sie sich diese Einzelteile hier ansehen, dann sieht man so einen Kreis mit ein paar Linien durch, ja. Aber wenn Sie das Ganze betrachten, dann sieht man eben so einen weißen Würfel, der entweder vor diesen orangen Kreisen schwebt oder irgendwie so orange Löcher in so einer weißen Wand, durch man diesen Würfel sieht. Ja. Der Würfel erscheint erst, wenn man diese ganze Information aus all den Kreisen zusammensetzt. Und die Gestaltpsychologie hat sich eben verschiedene Organisationsprinzipien der Wahrnehmung überlegt. Und das sind die sogenannten Gestaltgesetze. Und das wichtigste Gestaltgesetz ist das Gesetz der Prägnanz, nämlich dass Teile zu sinnvollem Ganzen zusammengesetzt werden. Ja, das ist hier in dem Fall, besteht das Bild mehr oder weniger aus all diesen schwarz-weißen Punkten. Und die schwarzen Punkte hier, die werden eben zusammengefasst zu dem Dalmatiner. Oder hier ist es illustriert, diese Linien, die Sie hier sehen, die werden so wahrgenommen, dass sie in der möglichst einfachen Struktur resultieren, der sogenannten guten Gestalt. Das heißt, man sieht hier zwei Formen, das Rechteck und das Dreieck und nicht irgendwie diese fünf Formen, die hier dargestellt sind. Das Gesetz der Ähnlichkeit besagt, dass ähnliche Objekte zusammengefasst werden. Wenn Sie hier die Punkte auf der linken Seite ansehen, dann ist das Bild zweideutig, das kippt. Manchmal sieht man die Punkte als eine Reihe von Spalten, manchmal sieht man sie als Reihen zusammengefasst, und also das ist praktisch so eine Kippfigur. Wenn jetzt allerdings die Formen der Objekte in den unterschiedlichen Spalten geändert werden, sodass die immer in einer Spalte gleich sind, dann sieht man das nur noch als Spalten. Man kann jetzt natürlich die Nähe manipulieren. Das heißt, wenn Objekte nah beieinander sind, so wie hier links, ja, dann sieht man das als Zeilen.
und nicht mehr als Spalten, weil einfach hier das nach dem Gesetz der Nähe organisiert ist. Und rechts, da ist jetzt hier, da sind die Objekte in der Zeile näher beieinander, aber die haben unterschiedliche Form. Und dann kann man jetzt gucken, welches dieser beiden Gesetze da gewinnt oder Überhand hat. Und hier ist dann eher die Nähe, also man sieht es dann schon eher als Zeilen. Das Gesetz der guten Fortführung besagt, dass einfach solche Kurven so interpretiert werden, dass sie sich möglichst gerade fortsetzen. Das macht Sinn, weil in unserer Welt gibt es nicht so viele Objekte dieser Linien, die dann rechtwinklig abbiegen. Und so sieht man eben die Drachenschnur hier als weitergeführt, hier und die andere da. Es gibt das Gesetz des gemeinsamen Schicksals. Das heißt, wenn sich Objekte in die gleiche Richtung bewegen, dann sieht man die als zusammengehörig. Das ist hier bei diesem Vogelschwarm illustriert. Also obwohl sich die zum Teil überlappen, sieht man eben dann hier, die gehen in die Richtung, die anderen gehen in die andere Richtung. Und man kann dann auch das gemeinsame Schicksal mit der Ähnlichkeit konkurrieren lassen. Also hier werden die jeweils schwarzen Beine werden dann zusammengefasst, obwohl es dann natürlich keinen Sinn mehr macht. Ja. Und jetzt wird das Gekichere wahrscheinlich die ganze Stunde nicht mehr aufhören. Das Gesetz der Bedeutsamkeit besagt, dass Teile einfach zu bedeutsamen Einheiten zusammengefasst werden, so wie hier in diesem Bild von der amerikanischen Malerin Beth Doolittle aufgezeigt. Hier haben wir einfach den Wald, ja, und in dem Wald erkennt man dann nach einer Zeit Gesichter. Und insgesamt sind in dem Bild 13 Gesichter versteckt, aber die können Sie zu Hause alle finden. Hier ist ein anderes Bild von der Beth Doolittle, wo die Pinto-Pferde ja, eigentlich das gleiche Muster aufweisen wie die Felsen dann in der Umgebung. Aber man fasst eben immer die bedeutenden Einheiten zusammen. Das heißt also, jetzt haben wir die Gestaltgesetze, ja, die Gesetze des Sehens. Was können wir jetzt mit denen anfangen? Ja? Naja, eigentlich, wenn Sie so an Naturgesetze denken, dann kann man mit den Naturgesetzen Sachen vorhersagen, die in der Zukunft dann stattfinden. Ja? Wenn ich irgendwie einen Apfel fallen lasse, dann kann ich genau vorhersagen, wie lange der braucht, bis er am Boden auffällt. Mit den Gestaltgesetzen ist es eher so, dass Sie irgendwas sehen und dann können Sie nachher sagen, welches Gesetz jetzt da gerade gilt. Ja? Also eigentlich ist der Begriff Gesetz falsch, sondern man müsste so nennen Regelmäßigkeiten der Wahrnehmungsorganisation, weil sie keine Vorhersage des Verhaltens erlauben. Aber was man ganz, ganz stark anerkennen muss, ist, dass durch diese Beobachtungen der Wahrnehmungsforscher in der Gestaltpsychologie wirklich ganz, ganz viele Phänomene beschrieben wurden und die dann natürlich die späteren Forscher beeinflusst hat und die oftmals mechanistische Erklärungen dieser Gestaltgesetze dann gefunden haben. Zum Beispiel gibt es für diese Physiologie der Linienfortführung auch physiologische Befunde inzwischen, in denen gezeigt wird, dass eben, wenn Reize als Bestandteil eines Ganzen wahrgenommen werden, dass das dann zu höheren Antworten in kortikalen Arealen führt. Was haben wir hier gemacht? Hier sind drei verschiedene Bedingungen, hier die Feuerrate. Wenn man jetzt so einem Neuron in V1 einfach eine Linie darbietet, die das rezeptive Feld abdeckt, das rezeptive Feld ist dieser kleine Bereich, der hier markiert ist, dann feuert das Neuron, wenn die Linie die richtige Orientierung hat. Ja.
Wenn man allerdings diese Linie umgibt, außerhalb des rezeptiven Feldes, ja, in dem Bereich, das das Neuron normalerweise gar nicht interessiert, mit zufällig orientierten Linien, so wie hier, dann sinkt die Feuerrate ganz gewaltig. Das heißt, in dem Fall ist diese einzelne Linie nicht mehr Bestandteil eines Ganzen oder die Linie allein ist kein Ganzes, sondern es ist einfach diese Textur aus den zufälligen Linien. Wenn man allerdings jetzt da im Anschluss an die Linie im rezeptiven Feld noch weitere Linien mit der gleichen Orientierung darbietet, dann steigt die Feuerrate wieder, ja? Weil das auch hier wieder eben ein einheitliches Ganzes ergibt. Das heißt also, diese Gestaltbeobachtungen, nenne ich es mal, die haben durchaus zu großen wissenschaftlichen Erkenntnissen dann in der Folgezeit geführt. Die Folgezeit, das war dann in den 50er, 60er Jahren, da kam die Elektrophysiologie auf. Ja, da wurde es zum ersten Mal möglich, von einzelnen Neuronen abzuleiten. Und ich hatte in der Vorlesung über das Gehirn schon diese bahnbrechenden, Nobelpreisgewürdigten Arbeiten von Jubel und Wiesel gezeigt. Und Jubel und Wiesel hatten einfache Zellen, hatten komplexe Zellen, hatten hyperkomplexe Zellen. Und die haben sich dann gedacht, okay, das ist einfach eine Hierarchie von Zellen, die immer komplizierter werden, immer komplexere Eigenschaften detektieren können. Wenn ich schon in V1 so Zellen, hyperkomplexe Zellen habe, die Ecken detektieren und signalisieren können, vielleicht wird das dann in den Arealen nachher immer noch weiter komplizierter und irgendwann gibt es dann Neurone, die ihm dann auf spezifische Objekte antworten. Und diese Idee, dass es so weitergeführt wird, das wird natürlich im Ende dazu führen, das hat ein russischer Forscher sehr amüsant dargestellt, dass man wirklich dann auch für die eigene Großmutter eine Zelle haben müsste, ja, die nur die eigene Großmutter dann immer detektiert. Und was passiert, wenn dann diese Zelle aus irgendeinem Grund kaputt geht? Aber die Idee, dass die Eigenschaften immer komplizierter werden, das hat sich durchaus bewahrheitet. Es gab dann die ersten Forscher, die so 1980 rum angefangen haben, im inferotemporalen Kortex abzuleiten. Und der Keiji Tanaka, ein Japaner, der hat diese Neurone im inferotemporalen Kortex, der hatte einfach ganz, ganz viele Formen in seinem Labor, ganz viele Gegenstände. Und also wirklich alles Mögliche, Plastiksaudier, Toilettenbürsten, alle möglichen Sachen. Und wenn er dann gefunden hatte, dass er mit einem von den Objekten die Zelle wirklich zum Feuern bringen konnte, so wie hier dieser Tischtennisschläger, dann hat er das Objekt, das wurde am Computer dargeboten, hat er das zerlegt in die Bestandteile und hat geguckt, was ist die kleinste Menge an Bestandteilen, die das Neuron immer noch zum Feuern bringen kann. Ja? Und hier ist es so, also der Stiel alleine gibt es nichts, der Kreis alleine sehr, sehr wenig. Kurzer Stiel, nichts. Breiter Stiel, nichts. Hier irgendeine andere Form mit einem Stil, das funktioniert auch. Das heißt, das Neuron wird irgendwie auf eine Fläche mit einem Stil, mit einem schmalen Stil antworten. Und das hat er gemacht für ganz, ganz viele Neurone und er hat dann sozusagen ein Alphabet erstellt und die Überlegung von dem Tanaka war, dass dann dieses Alphabet systematisch im inferotemporalen Kortex repräsentiert ist. Das mit diesen Kolumnen im infratemporalen Kortex, das hat sich nicht so gehalten, aber was ganz klar sich gehalten hat, war, dass Neurone im infratemporalen Kortex diese relativ komplexen Antworteigenschaften für unterschiedliche Formen haben. In den USA hat der Charles Gross an der Princeton University geforscht und der hat gefunden, dass es in dem gleichen Gehirnbereich, auch im infratemporalen Kortex, Neurone gibt, die jetzt wirklich auf Gesichter, nur auf Gesichter reagieren. Hier, wenn dem Versuchstier, dem Affen, ein Affengesicht gezeigt wurde,
ganz, ganz viele Aktionspotenziale. Menschengesicht, immer noch ganz viele Aktionspotenziale. Wenn dann aber dann die Augen weggemacht wurden, dann weniger. Ja? Und auf diese künstlichen Bilder dann noch weniger. Oder hier auch bei dieser, wenn die ganze Person gezeigt wird, feuert das Neuron. Wenn nur das Gesicht gezeigt wird, feuert das Neuron. Wenn das Gesicht nicht gezeigt wird, wenn das verdeckt ist, feuert das Neuron nicht mehr. Das heißt also, in diesem Bereich im inferotemporalen Kortex gibt es Neurone, die ganz spezifisch auf Gesichter reagieren. Und aus dieser zunehmenden Spezialisierung könnte man jetzt wirklich folgern, dass für jeden Reiz praktisch sozusagen eine einzelne Zelle gibt, die dann eben nur diesen Reiz erkennt. Das war das, was dann als die Großmutterzelle bezeichnet wurde. Wenn man das wirklich haben will, dann zeigt sich, dass diese Art von Kodierung, nämlich dass die Aktivität einer Zelle ein Objekt kodiert, nicht sehr effizient ist und dass es besser ist, eine verteilte Kodierung zu haben, wo eben dann ein bestimmtes Objekt erkannt wird, wenn eine bestimmte Kombination von Neuronen feuert. Also es ist deutlich effizienter. Aber die Gesichter, die scheinen auf irgendeine Weise sehr, sehr speziell zu sein, weil sie für uns sehr, sehr wichtig und bedeutsam sind, weil das, was wir den ganzen Tag machen, ist, uns Gesichter anzusehen und die Gesichter zu erkennen. Das heißt, es ist für uns ein sehr, sehr wichtiger Reiz. Und darum sind die Neuronen in unserem Gehirn auch trainiert, Gesichter zu erkennen. Und es gab vor kurzem ist auch wieder ein bisschen übertrieben, aber eine Arbeit, die das auf sehr, sehr dramatische Weise belegt hat, dass es scheinbar vielleicht doch sowas wie Großmutterneurone gibt. Und das ist eine Arbeit von einem Forscher namens Quiroga, der damals am Caltech war, in der Nähe von Los Angeles. Und die Forscher haben jetzt Einzelzellableitungen von Menschen durchgeführt. Jetzt werden wir sagen, ja, okay, das geht aber jetzt zu weit. Was da gemacht wurde, ist, dass Patienten untersucht wurden, an denen praktisch Operationen durchgeführt werden mussten, zum Beispiel bei Epilepsie. Manchmal bei ganz schlimmen Formen der Epilepsie, da weiß man sich nur noch dadurch zu helfen, dass einfach die Herde, da wo diese epileptischen Anfälle entstehen im Gehirn, einfach dann beseitigt werden. Und wenn man solche Eingriffe durchführt, dann will man natürlich nicht irgendwas zerstören im Gehirn, was ganz, ganz wichtig ist, zum Beispiel für die Sprache. Das heißt, man führt dann erst Elektroden ein und guckt, was in einem bestimmten Bereich da so vonstatten geht. Und bei diesen Patienten wurden dann in also ganz, ganz seltenen Fällen und mit deren Einwilligung auch diese Ableitungen durchgeführt, wo sich die Patienten dann, wo die Elektrode sowieso im Gehirn war, Bilder ansahen. Und dann wurde geguckt, also was die antworten. Und das wurde dann ein Patient beschrieben, dem wurden Bilder von ganz vielen verschiedenen Prominenten gezeigt, aber immer wenn da ein Bild von Jennifer Aniston war, dann hat das Neuron ganz, ganz viel geantwortet. Und bei anderen Personen oder bei anderen Bildern nicht. Und hier zum Beispiel, wenn neben der Jennifer Aniston der Brad Pitt zu sehen war, dann hat das Neuron auch nicht geantwortet. Das heißt also, was macht das Neuron ist, okay, ich weiß nicht, praktisch so eine Art Großmutterzelle. Ich weiß nicht, ob die Jennifer Aniston Großmutter ist. Aber die Zelle scheint nur da zu sein, wirklich um diese eine Person zu erkennen. Ja? Was eigentlich eben dem widerspricht, was ich Ihnen schon gesagt habe, dass es vielleicht nicht sehr effizient ist. Hier ist noch ein Beispiel, ja? Bei Halle Berry. Da der gleiche Befund. Und hier ist es aber so, dass hier auch einfach, wenn da nur geschrieben steht, wenn der Name geschrieben steht, dann feuert die Zelle. Und ich glaube, das gibt irgendwie schon ein bisschen Aufschluss darüber, was jetzt diese Neurone eigentlich machen. Und die Lösung dieses Rätsels liegt wahrscheinlich darin, dass diese Neurone eben nicht im visuellen Kortex sitzen, im inferotemporalen Kortex oder sonst wo,
und Neurone auf rein visuelle Reize antworten, sondern diese Neurone, die waren im Hippocampus, das heißt, es ist ein Bereich, der eher fürs Gedächtnis steht. Das heißt, man hat hier eher so ein Konzeptneuron. Das Neuron antwortet auf das Konzept Jennifer Aniston oder das Konzept Halle Berry und nicht auf den visuellen Reiz. Dass Gesichter besonders sind, das lässt sich auch zeigen anhand mehrerer weiterer Phänomene und Beispiele. Das hier ist die sogenannte Thatcher Illusion. 1980 hat dieser Forscher hier, der Peter Thompson an der York University in England, einen Artikel publiziert, der hieß Margaret Thatcher, A New Illusion. Und es war zu der Zeit, dass die Margaret Thatcher Premierministerin war und gerade den Universitäten die Mittel kürzte. Und nachher war sie wahrscheinlich nicht besser gelaunt. Aber was hier gezeigt wird, ist einfach zwei Bilder von der Margaret Thatcher. Und die Bilder sehen eigentlich ganz normal aus, ja? Wenn man sie so, sind auf den Kopf gestellt, aber anders, sonst sehen sie relativ normal aus. Wenn man die Bilder aber umdreht, dann sehen sie, dass sie alles andere als normal sind, ja? Das heißt, die Verzerrungen in Gesichtern, die auf den Kopf gestellt sind, die sind sehr schwer erkennbar. Und es sieht so aus, als ob man die Gesichter wirklich aus Einzelteilen zusammengesetzt wahrnimmt. Und wenn dann eben hier der Mund irgendwo ganz normal aussieht, dann wird es abgehakt und nicht mehr weiter analysiert. Die Gesichter, obwohl man für die Gesichter so gut ist, die zu erkennen, ist es auch hier, dass viel der Information einfach auch durch den Kontext gegeben ist und der dazu führen kann, dass man Gesichter falsch wahrnimmt. Ja? Was Sie hier sehen, ist ein Bild aus dem Jahr 1996, das habe ich 1996 ganz viel gesehen, Sie wahrscheinlich nicht. Das ist jetzt hier, sieht so aus, als ob das ein Bild ist von dem Bill Clinton, der war damals Präsident, und der Al Gore, der war Vizepräsident damals. Und wie sich das gehört, ist immer so, der Präsident vorne, Vizepräsident so einen Meter dahinter und auf der Seite. Und es sieht nicht so aus, als ob da irgendwas Besonderes an dem Bild gibt. Das Besondere an dem Bild aber ist, dass das Gesicht von dem, nicht von dem Al Gore ist, sondern dass es einfach das Gesicht von dem Bill Clinton nochmal ist. Man erkennt es hier. Also die Gesichter sind identisch, die Haare sind natürlich, die Haare sind der Kontext, und der Kontext ist natürlich eben auch, dass der hinter dem Bill Clinton steht. Und das ist sogar in dieser Zeit, als das publiziert wurde, war das wirklich eine ganz, ganz massive Überraschung, dass das so gut funktioniert. Ja. Der Pavanzina, der sich überlegt hat, hat es dann nochmal gemacht, 2002 bei Bush und Cheney. Das ist, das kennen Sie wahrscheinlich alles nicht so, aber das ist auch noch mit dem gleichen Gesicht von dem George Bush. Aber irgendwann stößt man dann natürlich an die Grenzen. Ja. Ich habe das also zu Zeiten von, ich habe das zum ersten Mal hier gezeigt, da war der Gerd Schröder, deutscher Bundeskanzler, und der Joschka Fischer, Vizekanzler, und dann hat einer von den Studierenden das genommen und hat es dann mit den beiden auch so gut gemacht. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Und ich glaube, wenn ich mir die Gesichter hier so ansehe, dann müsste das beim Merkel und Gabriel auch ziemlich gut funktionieren. Okay, obwohl wir die Gesichter so gut erkennen können, dass es trotzdem nicht immer geht, und zwar wenn die Aufgabe sehr, sehr schwierig wird, ja? Wo einfach die Gesichter in einen Reiz eingebettet sind, der ganz, ganz ähnliche Merkmale aufweist, wie hier diese Kaffeebohnen, ja? Die haben alle so eine Gesichtsform, und hier in dem Bild mit den Kaffeebohnen ist tatsächlich ein Gesicht mit drin. Aber es ist extrem schwer, das zu finden. Also es ist in der linken unteren Hälfte, also hier in dem Viertel. Ja.
Ja? Hier. Okay, also im Großen und Ganzen lässt sich sagen, also die Kodierung mit diesem mit der Merkmalsextraktion, ja, dass es durchaus Neurone gibt, die speziell für bestimmte Objekte da sind. Sie kodieren die Anwesenheit von bestimmten Objekten, wie zum Beispiel Gesichtern. Wenn Objekte für uns ganz, ganz wichtig sind und wir diese erlernen, dann entwickeln sich Neurone, die auf diese Objekte empfindlich sind. Es wurden Experimente durchgeführt, wo an Versuchstieren, an Affen, die so verbogene Büroklammern detektieren mussten und sagen mussten, ob die, wenn die rotiert sind, ob das die gleiche Klammer ist oder eine andere. Das ist eine wahnsinnig schwierige Aufgabe. Man wird natürlich nicht erwarten, dass es im Gehirn von einem Affen ein Neuron gibt, das speziell auf eine Büroklammer antwortet. Aber wenn man die Versuchstiere dann ein halbes Jahr trainiert, dann ist das Gehirn von denen voll mit Neuronen, die auf diese Büroklammern antworten. Ja? Und genauso erlernt unser visuelles System ständig die Objekte, die gerade für uns besonders wichtig sind. Das sind Neuronen, die maximal antworten, wenn sie ein bestimmtes Exemplar sehen. Und dann, wenn man die Orientierung ändert, vielleicht nicht mehr so. Also, aber wie gesagt, das ist, es ist, glaube ich, eher so ein Code, der sich über den ganzen Bereich erstreckt und der sich zusammensetzt, wo eben dann, es ist nicht so, dass ein Neuron dann gibt, sondern es sind wirklich ist eine Populationskodierung. Aber die Eigenschaften dieser Neurone, diese Tuning-Eigenschaften, die sind flexibel, ja? Und man erlernt neue Objekte und vermutlich verlernt man dann ein bisschen die alten. Der nächste Ansatz, da geht es die sogenannten Ortsfrequenzkanäle. Das ist relativ kompliziert. Der große Vorteil dieser Ortsfrequenzkanäle ist, dass sie sehr gut die Eigenschaften der Neurone in V1 kennzeichnen. Das heißt also, die Form dieser rezeptiven Felder in V1, diese orientierungsempfindlichen rezeptiven Felder, die kann man vergleichen, das kann man sehen als eine Art Frequenzanalyse. Frequenzanalyse jetzt nicht mit akustischen Frequenzen, sondern mit Frequenz in dem Sinn von Ortsfrequenz als meinetwegen der Breite von Balken. Und was man sehr gut machen kann mit dieser Ortsfrequenzanalyse ist zu bestimmen, ob wir irgendwelche Muster sehen können, ob wir die wahrnehmen können oder nicht. Ja? Und diese Zerlegung in diese Ortsfrequenzkanäle ist zum Beispiel auch die Grundlage der ganzen Komprimierungsverfahren, JPEG und so weiter. Ja? Die komprimieren ganz massiv, weil sie einfach die Information über unser visuelles System benutzen. Und die Idee ist, die Antwort des visuellen Systems auf alle beliebigen Reize, die es gibt, die können wir nicht messen, es sind zu viele. Die Antwort auf so einzelne Sinusmuster, die können wir messen und die ist systematisch. Das lässt sich machen. Und falls das System linear ist, dann können wir aus der Antwort auf diese Sinusgitter die Antwort auf alle beliebigen Reize vorhersagen, weil ich jeden beliebigen visuellen Reiz als eine Summe von solchen Sinusgittern beschreiben kann. Das hat ein französischer Mathematiker namens Fourier im 19. Jahrhundert entdeckt. Ich zeige Ihnen mal, das hier ist der Herr Helmholtz, Hermann von Helmholtz, das ist einer der genialsten Forscher aller Zeiten. Man kann den jetzt zerlegen, mathematisch in einzelne solche Streifenmuster. Und wenn man dann die groben Streifenmuster nur nimmt, dann sieht der hier so ein bisschen unscharf aus. Wenn man nur die feinen Streifenmuster nimmt, dann ist es so eine Art wie eine Strichzeichnung. Ja? Das ist ganz klar. Und man kann jetzt dann noch eine bestimmte Orientierung extrahieren, dass man praktisch nur die diagonale Orientierung mit rausnimmt und alles andere aus dem Bild löscht. Das ist alles rein mathematisch. Die Neurone im visuellen Kortex, die haben rezeptive Felder
von einer bestimmten Größe. Und dadurch, durch diese unterschiedliche Größe, reagieren die unterschiedlich stark auf unterschiedlich breite Streifenmuster. Auf so ganz, ganz feine Streifenmuster reagieren die nicht so stark. Ja? Weil wenn das hier in der Mitte, das kleine, der erregende Bereich ist, dann fallen von dem feinen Streifenmuster ganz, ganz viele helle und ganz, ganz viele dunkle Streifen in den erregenden Bereich rein und die Antwort sinkt dann natürlich. Wenn aber genau der helle Streifen genau in diesen erregenden Bereich reinpasst von der Breite, kriege ich eine maximale Antwort. Und wenn es dann zu breit ist, dann geht die Antwort wieder runter. Das ist also relativ einfach. Das heißt, ich habe jetzt diese Neurone im visuellen Kortex, die praktisch eine Zerlegung des Bildes machen in diese unterschiedlich breiten Sinusgitter. Das heißt, im Prinzip machen die eine Art Frequenzanalyse. Mit der Frequenzanalyse kann ich ziemlich gut vorhersagen, wie stark diese Neurone aktiviert werden und wie gut ich so ein Muster sehen kann. Ich kann dadurch natürlich nicht vorhersagen, welches Objekt ich gerade sehe. Warum zeige ich Ihnen das jetzt trotzdem? Ich zeige es Ihnen trotzdem, weil vor ein paar Jahren eine Arbeit rauskam, wo es zumindest möglich wurde, zu sagen, welches Bild ein Betrachter sich gerade ansieht aus einer Menge von 100.000 Bildern. Das heißt, ich habe 100.000 Bilder, die hat der Betrachter auch noch nie gesehen. Und ich zeige eines dieser Bilder und dann messe ich die Gehirnaktivität mit funktioneller Kernspintomographie und dann kann ich sagen, welches Bild sich der Betrachter gerade ansieht. Das kann man sich darüber streiten, was man über das visuelle System lernt, aber man kann es ziemlich cool finden. Wenn Sie diesen Film hier von Wim Wenders, Until the End of the World, noch nicht gesehen haben, dann sollten Sie sich den unbedingt ansehen. Der ist aus dem Jahr 1991 und ist ein Science-Fiction-Film, der spielt im Jahr 1999. Aber es ist genial, weil da eigentlich diese wissenschaftliche Entwicklung auch vorhergedacht wird, da können die Leute dann eigentlich ihre Träume dann sehen. Was wurde jetzt in den Experimenten gemacht, die ich Ihnen so gerne erzählen würde, ja, wo man sagen kann, aufgrund der Hirnaktivität, was der Proband sieht. Na, den Probanden wurden Bilder gezeigt. Viele Bilder, aber eben nur ein paar hundert verschiedene Bilder. Der Beobachter musste ganz fest fixieren und dann wurde die Aktivität in diesen Retinotopenarealen im visuellen Kortex gemessen. Ja. Das heißt, man kriegt dann für jeden Bereich im Gehirn, jedes Voxel, das ist so ein Kubikmillimeter Gehirn, da kann man mit dem Kernspintomographen messen, wie stark der aktiviert wird, wenn die Versuchsperson jetzt sich meinetwegen dieses Bild anguckt. Ja. Und man macht es für viele hundert Bilder und man stellt dann ein Modell auf für jedes dieser Voxel. Man kann das Bild zerlegen in diese einzelnen Sinuskomponenten von unterschiedlicher Ortsfrequenz, Orientierung und so weiter. Und man fittet dann, man guckt sich dann an, wie ein bestimmtes Voxel auf diese ganzen Bilder reagiert. Und für jedes Voxel fittet man dann ein Modell, wo praktisch gewichtet wird, wie stark jeder einzelne dieser Sinuskomponenten zur Aktivierung dieses Voxels beiträgt. Ja. Man hat einfach da 20 Unbekannte und die werden angepasst, sodass die Antwort dieses Voxels auf diese Bilder möglichst, also die vorhergesagte Antwort auf diese Bilder möglichst der tatsächlichen entspricht. Das ist so reine Berechnung, da ist keine Magie dabei. Und dann gibt man der Versuchsperson irgendein ganz neues Bild. Und misst die Gehirnaktivität des neuen Bildes. Und kriegt dann wieder für alle Voxel, die hier aufgetragen sind, irgendeine Antwort. Meinetwegen sowas.
Und gleichzeitig kann ich aber für jedes Bild, für diese 100.000 Bilder, die der Beobachter noch nie gesehen hat, mir berechnen, eine Vorhersage, wie stark jetzt jedes Voxel auf dieses Bild antworten würde. Ja? Das heißt, dann kriege ich 100.000 solcher vorhergesagten Aktivierungsmuster. Und dann gucke ich einfach, nehme ich mal das gemessene Aktivierungsmuster und gucke, welchem diesen 100.000 vorhergesagten Aktivierungsmuster das am ähnlichsten ist. Und das wähle ich aus. Und das Erstaunliche ist, dass es funktioniert. Also man kann dann für unterschiedliche Probanden, also bis zu 90% der Bilder richtig vorhersagen, obwohl die Beobachter die Bilder noch nie gesehen haben. Und das zeigt irgendwie, dass an diesen Ortsfrequenzkanälen, die ja die Grundlage der Vorhersage bilden, durch dieses Modell hier, dass da wirklich was dran ist, dass diese Ortsfrequenzkanäle die Aktivierung im primären visuellen Kortex sehr, sehr gut beschreiben. So gut, dass man eben aus diesen 10.000 oder 100.000 Bildern das Richtige auswählen kann. Und das ist schon enorm. Also damit kann man eine Korrespondenz zwischen den Bildern und der Repräsentation im visuellen Kortex herstellen. Aber das Problem ist natürlich, die Objekterkennung ist dadurch nicht gelöst. Ja? Sobald die Versuchsperson eine Blickbewegung macht und an einem anderen Ort im Bild fixiert, ist natürlich die retinotope Aktivierung eine ganz andere. Und ich kann dann nicht mehr eben das Bild aus dieser Menge erkennen. Es funktioniert nur immer, solange der Beobachter in der Bildmitte fixiert. Es ist immer noch eine bildhafte Repräsentation. Und die Objekterkennung, die geht dann erst hinterher los. Also ein deutlich schwierigeres Problem ist wirklich von der Hirnaktivierung zu dem Bild zu kommen, ohne diese Datenbank. Aber ich wollte es Ihnen nur zeigen, um klarzumachen, was möglich ist. Ja? Und das ist, finde ich, schon ganz, ganz enorm. Aber die Frage, die wir eigentlich beantworten wollen, ist, wie geht's? Ja? Wie wird es gemacht? Und dazu hat... Oje. Das ist aber eigentlich die gleiche Folie, die Sie heute schon öfter gesehen haben. Der Ansatz von David Marr, das war auch ein Genie, der ist aber im Alter von 30 Jahren schon gestorben. Aber 1980 hat er sein ganzes Wissen zusammengefasst in einem Buch, Vision. Und seine Grundannahmen waren, also dass erstmal alles, was wir wahrnehmen, wird irgendwo im Gehirn berechnet. Und das sage ich Ihnen fast in jeder Vorlesung, aber 1980 war das noch nicht so Mainstream in der Forschung. Ja? Und der Marr hat drei verschiedene Ebenen unterschieden. Was ist das eigentliche Ziel der Berechnung? Was will ich? Ja? Und wie kann man diese Berechnung implementieren? Das heißt, was ist mein Eingangssignal, was ist der Algorithmus und was ist der Output? Und erst auf der dritten Ebene stellt sich die Frage, wie kann man das physikalisch implementieren, ja, mit einer gegebenen Hardware, zum Beispiel im Gehirn oder im Computer. Und diese Frage, die jetzt zum Beispiel in der funktionellen Kernspintomographie oft untersucht wird, man bietet irgendwelche Reize da und guckt dann, wo es aufleuchtet, ja, und das ist dann das Areal für Farbe, Form oder auch für Religion oder Liebe oder sonst was. Das kommt bei Marr eigentlich nicht vor. Ja. Das, wo im Gehirn passiert ist, das, die Frage stellt sich nicht so, sondern die Frage ist eigentlich, die interessante Frage ist, wie wird es berechnet? Und in dem Ansatz von Marr gibt es verschiedene Ebenen der Analyse. Und das Eingangsbild ist einfach das Abbild auf der Netzhaut oder man kann es auch durch die Bildintensitäten der verschiedenen Bildpunkte kennzeichnen, die Helligkeitsverteilung. In dem ersten Schritt, dem sogenannten Primal Sketch bei Marr, da werden die Kanten extrahiert. In dem
darauf folgt dann der zweieinhalbdimensionale Sketch. Und das ist, und dann eben eine dreidimensionale Repräsentation anhand von dreidimensionalen Primitiva, eben zum Beispiel diesen Zylindern. Aber was speziell ist, ist diese zweieinhalbdimensionale Repräsentation, wo einfach Flächen dann schon eine bestimmte Tiefe erhalten, aber die immer noch relativ abstrakt ist. Also das ist der, ja, es wird anhand der sichtbaren Flächen die Orientierung und Tiefe des Gegenstands errechnet und dann dessen Oberflächenstruktur und Bewegung. Das bleibt aber blickwinkelabhängig und dann erst in der dreidimensionalen Beschreibung wird es dann unabhängig vom Blickwinkel. Was bei Ma dieser Eingangsanalyse mit den Kanten, ja, die nimmt hier einen sehr, sehr wichtigen Raum ein. Und wie wichtig die Kanten sind, das zeigt sich auch an dem Bild. Stellt sich die Frage, wer ist das? Ja? Oder was zeigt dieses Bild? Das ist auch wieder ein Bild, das viele von Ihnen wahrscheinlich irgendwann schon mal gesehen haben. Aber wenn Sie hier ein bisschen mit den Ihre Augen zusammenkneifen und das Bild unscharf machen, dann erkennen Sie vielleicht den Abraham Lincoln auf dem Bild. Ja? Wie kann es jetzt sein, dass Sie das Bild, wenn Sie es unscharf machen, besser sehen, als wenn Sie da so richtig drauf schauen? Naja, das Problem ist, dass hier in dem Bild, das Bild ist so verpixelt und hier sind ganz, ganz viele Kanten drin zwischen den Pixeln, die eigentlich mit der Information in dem Bild nichts zu tun haben. Ja? Die kommen künstlich dazu. Und dadurch, dass unser Sehsystem so viel Wert auf die Kanten legt, sieht man eben hier vor lauter Kanten nicht das Gesicht oder die Person. Ja? Hier, wenn hier das Original ist, dann wird man hier bei der Kantenanalyse hauptsächlich eben durch diese hohen Ortsfrequenzen die Kanten detektieren. Wenn Sie allerdings die Augen zusammenkneifen, dann filtern Sie praktisch diese ganzen hohen Ortsfrequenzen und die Kanten raus aus dem Bild und Sie sehen dann, was da tatsächlich drauf ist. Ja? Also bleibt dann die Information über die richtigen Kanten, über die wichtigen Kanten, bleibt dann erhalten in den Bildern. Die Annahme von Ma, dass alles berechnet werden muss, ja, die hat sich, hat dann auch in der Folgezeit zu physiologischen Untersuchungen geführt, wo sich das dann tatsächlich auch gezeichnet hat. Zum Beispiel bei illusionären Konturen. Illusionäre Konturen sind Konturen, die eigentlich gar nicht vorhanden sind. Wie Sie hier zum Beispiel, hier sieht man zum Beispiel ein Dreieck. Ja? Das Dreieck ist aber eigentlich gar nicht da, weil hier kein Unterschied in der Helligkeit besteht. Aber wir setzen in unserer Wahrnehmung diese Linie fort, sodass es dann zur Wahrnehmung von einem Dreieck oder auch von komplizierteren Formen kommt. Und alle möglichen Wahrnehmungstäuschungen, die funktionieren auch, hier zum Beispiel die Ponzo-Illusion, funktionieren auch mit diesen induzierten Konturen, den illusionären Konturen. Und die Frage ist jetzt natürlich, das zeigen wir das Ganze, wenn diese illusionäre Kontur hier in der Wahrnehmung einen Effekt hat, dann soll es irgendwo im Gehirn auch ein Neuron geben, das tatsächlich auf diese Kontur antwortet, obwohl da kein Helligkeitsunterschied da ist. Und genau solche Untersuchungen haben Rüdiger von der Heydt und Esther Peterhans durchgeführt in Zürich. Und das waren wieder Einzelzellableitungen an Versuchstieren, an Affen. Und was hier gezeigt wird, also dieser kleine ovale Bereich, das ist das rezeptive Feld von dem Neuron. Und wenn man hier so den Balken drüber führt, diesen schwarzen Balken, dann feuert das Neuron natürlich hier. Das sind diese ganzen Punkte, das sind Aktionspotenziale. Wenn man allerdings die Kante von dem Balken im Bereich des rezeptiven Feldes weglässt, sodass eigentlich die Intensität, die über dem rezeptiven Feld liegt, immer konstant und immer gleich ist, ja, dann sollte das Neuron eigentlich nicht feuern. Und die meisten der Neurone
im primären visuellen Kortex oder fast alle Neuronen im primären visuellen Kortex, die interessieren sich nicht für die Reize, die feuern da nicht. Aber im sekundären visuellen Kortex, da gibt es ungefähr ein Drittel der Neurone, die auch auf diese illusionären Konturen sehr, sehr stark antworten. Das heißt, es wird tatsächlich eben diese Neurone berechnen, diese illusionären Konturen und antworten dann auch entsprechend drauf. Und schließlich der dritte Schritt, den Ma vorgesehen hat, das war dann diese dreidimensionale Repräsentation. Und der hat sich das einfach so gedacht, dass man praktisch jedes Objekt aus solchen Zylindern zusammensetzen kann. Das funktioniert ja bei den Männchen hier ganz gut. Man kann alles aus diesen sogenannten generalisierten Zylindern zusammensetzen. Und wenn man dann diese dreidimensionale Objektbeschreibung aus diesen Zylindern hat, dann sollte das auch, dann sollte man das Objekt auch unabhängig vom Blickwinkel erkennen können. Dieses Objekt mit diesen dreidimensionalen Grundprimitiven, den Zylindern, das wird dann später noch erweitert von dem Forscher namens Irv Biederman. Der hat dann angenommen, dass es zusätzlich zu den Zylindern noch andere dieser Grundobjektformen gibt und hat die Geone genannt. Und hier sind zum Beispiel verschiedene solche Geone aufgeführt. Hier sieht man Beispiele, so wie diese Pyramide oder der Klotz. Und wie man aus diesen einfachen Formen eigentlich alle möglichen Objekte aus der Umgebung zusammensetzen kann. Also die Objekte sind aus diesen Geonen zusammengesetzt, diesen primitiven Formen. Und die Geone, die kann man aus fast allen Ansichten unterscheiden. Ja? Die sind deutlich unterschiedlich. Und dadurch wird die Erkennung Blickwinkel unabhängig. Und der Biederman hat sich die Mühe gemacht, tatsächlich aus 36 solchen Geonen tausende von Objekten zusammenzusetzen. Wie so ein Lego-Baukasten. Und dadurch lässt sich, also dieses Modell sagt praktisch vorher, dass die Objektwahrnehmung vollkommen blickwinkelunabhängig ist. Außer in bestimmten Fällen, zum Beispiel bei dieser Teekanne, die kann man von der Seite sehr gut erkennen. Da wird man hier diese drei Geone, die sieht man da. Aber aus der Ansicht von oben, da sind die meisten Geone nicht erkennbar. Und aus dieser Ansicht kann man eben dann das Objekt nicht erkennen und das ist, da kann man das Objekt auch tatsächlich schwer erkennen. Diese Theorie von Biederman wurde aber dann angegriffen, hauptsächlich durch Heinrich Bülthoff vom Max-Planck-Institut in Tübingen. Der hat gesagt, naja, die Objekterkennung ist gar nicht blickwinkelunabhängig, sondern wie gut man ein Objekt erkennt, hängt davon ab, von welchem Bildpunkt man das Objekt sieht. Und hier wurden als Beispiele diese Büroklammern, von denen ich schon vorher erzählt habe, benutzt. Und wenn man die, wenn die Versuchsperson die Büroklammer aus einer Orientierung sieht und dann wird die Büroklammer rotiert, dann fällt die Entscheidung, ob das die gleiche Büroklammer ist, immer schwieriger, je größer der Rotationswinkel ist. Und in Einzelzellableitungen im visuellen Kortex wurden dann gefunden, dass die Neurone eigentlich so ähnliche Tuning-Kurven haben. Das heißt, das Neuron feuert umso weniger, je weiter das Objekt rotiert wird von dem gelernten, von der gelernten Ansicht. Und die Theorie dieser bildbasierten Erkennung ist jetzt nicht, dass man meinetwegen so 36 so Geone hat, dass die immer alles zusammensetzt, sondern da ist die Idee, dass die Objekte im Gedächtnis anhand von Bildern, sogenannten Schnappschüssen, repräsentiert werden. Das heißt, man sieht so Objekte ganz, ganz oft und aus unterschiedlichen Ansichten speichert man dann im Gedächtnis Bilder ab. Und so wird jedes Objekt von ein paar, meinetwegen durch fünf, sechs verschiedene Bilder repräsentiert. Und wenn man das Objekt dann aus einer von diesen erlernten Ansichten sieht, dann kann man es sehr, sehr schnell erkennen. Aber wenn das Objekt dann rotiert wird, dann muss
da müssen erst diese gelernten Ansichten interpoliert werden. Und das dauert dann. Drum dauert es dann länger, um diese rotierten Objekte zu erkennen. Das heißt, da wird vorhergesagt, dass die Erkennung Blickwinkel abhängig ist. Und es gab da wieder einen ganz, ganz heftigen Streit zwischen diesen beiden Ansichten, zwischen den Forschern. Und es hat sich wie immer herausgestellt, dass eben die, also, und natürlich hatten die beide sehr, sehr gute Belege. Ja, der Biedermann hat gefunden, dass die Objekterkennung Blickwinkel unabhängig ist und der Bülthoff hat gefunden, dass sie abhängig ist vom Blickwinkel. Aber die haben natürlich unterschiedliche Objekte benutzt. In den Biedermann-Experimenten wurden Objekte benutzt, mit denen die Versuchspersonen sehr, sehr familiär waren. Ja, lauter ganz, ganz bekannte Objekte. Und dann findet man, dass für diese bekannten Objekte die Objekterkennung tatsächlich in erster Linie Blickwinkel unabhängig ist, während es für neuartige Objekte wie diese Büroklammern sehr stark vom Blickwinkel abhängt. Das heißt, dass an beiden dieser Theorien ist was dran und die wahrscheinlich für verschiedene Geltungsbereiche. Okay, um das alles zusammenzufassen, also es gibt viele verschiedene Theorien, aber keine kann wirklich alles erklären und trotzdem kann man aber viel davon lernen. Und die Objektwahrnehmung ist natürlich von den visuellen Formreizen abhängig, aber auch von ganz vielen anderen Dimensionen und kognitiven Faktoren. Nächste Woche werde ich Ihnen was über Aufmerksamkeit erzählen. Vielen Dank.